In der Morgenmesse von Papst Franziskus an diesem Freitagmorgen stand ein Dilemma im Mittelpunkt seiner Predigt. Der Wunsch Gottes, die Menschheit zu retten, und der Mensch, der die Regeln dieser Rettung immer wieder selbst bestimmen wolle. Den Höhepunkt dieses Dilemmas sieht Papst Franziskus am Ende des irdischen Lebens von Jesus Christus. Franziskus vertiefte seine Aussage mit Hilfe des Tagesevangelium, in welchem Jesus seinen Unmut gegenüber dem Volk und den drei Städten Galiläes, Tyrus, Sidon und Kapharnaum, ausdrückte, denn sie hatten Jesus' Botschaft gehört und seine Wunder gesehen, wollten sich aber nicht bekehren. In dieser Ablehnung sieht Papst Franziskus die gesamte Geschichte der Rettung von Jesus und die Verweigerung der Menschen. Für Papst Franziskus zeige das Tagesevangelium den Unterschied zwischen einem gläubigen Volk und dem Volk, das verstehe und die Rettung von Jesus Christus akzeptiere. Papst Franziskus appellierte am Ende seiner Predigt an die Gläubigen, über dieses Problem zu reflektieren und darüber nachzudenken, ob wir nicht eine zufällige autonome Freiheit mit der bewussten Wahl der Rettung verwechseln würden und ob wir selbst der Rettung von Gott Widerstand leisten würden.